Was geht, Leute? Der Lenny wieder mal hier. Ein frohes neues Jahr 2018 wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr seid wunderbar in das neue Jahr reingerutscht, habt wunderbar gefeiert und euch geht's allen gut und ihr seid munter und heiter ins neue Jahr hineingekommen. Ja, Freunde, neues Jahr, neues Glück, neues Format. Ihr seht schon, es sieht hier ein bisschen ungewohnt aus für meine Verhältnisse. Das liegt daran, dass wir heute etwas ganz Besonderes vorhaben, meine Lieben. Und zwar habe ich vor einigen Tagen auf Twitter und auf Instagram einen ominösen Post gesendet. Und zwar solltet ihr mir mit Worten eine Vor- oder eine Nachentwicklung beschreiben, eines Pokémon, welches keine Vor- oder Nachentwicklung hat. Ich habe nur gesagt, dass ich das für ein neues Format brauche. Was genau ich damit vorhabe, habe ich euch allerdings noch nicht gesagt. Das werde ich jetzt tun. Und zwar, meine lieben Freunde, war ja auch vor einigen Tagen Weihnachten. Und der liebe Lenny hat zu Weihnachten ein Grafiktablet bekommen. Oh yeah. Ihr wisst wahrscheinlich jetzt schon ganz genau, worum es geht. Ich werde mit diesem Grafiktablet eure beschriebenen Vor- oder Nachentwicklungen malen. Und das, obwohl ich überhaupt nicht großartig malen kann. Und das ist ja das Lustige an der ganzen Sache, denn ich weiß, dass ihr wunderbar malen könnt. Und zumindest einige von euch haben das schon sehr häufig in irgendwelchen Fanarts oder so unter Beweis gestellt. Deswegen machen wir das folgendermaßen. Ich male hier einfach meinen Scheiß, ihr lacht euch über mich kaputt, macht das Ganze dann bei euch zu Hause besser, schickt mir das Ganze dann auf Instagram, Twitter, Facebook und wo auch immer mit einem gewissen Hashtag, den ich euch jetzt hier einfach mal einblende. Darüber habe ich mir nämlich noch gar keine Gedanken gemacht. Und diese Bilder werden dann mit etwas Glück in dem nächsten Video in diesem Format gezeigt. Ich fand die Idee ganz cool, erfindet eventuell das Rad nicht neu, aber ich bin einfach mal gespannt, wie ihr es aufnehmt. Meinungen, Ansichten und Kommentare natürlich zum Ende des Videos gerne unten in die Kommentare hinein. Und jetzt geht's gleich erstmal los. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich in einem Video schaffe, je nachdem, wie lange das dauert und so weiter. Aber wir machen einfach erstmal. Das wird sowas von unvorbereitet, aber ich denke, es wird geil. Der erste Vorschlag, der mir besonders gut gefallen hat, ist der von @ananaseis auf Twitter. Und zwar die Nachentwicklung von Lapras. Die Hörner am Kopf werden länger, Lapras allgemein größer und am Panzer bilden sich Eiszapfen. Es hat spitze Flossen und ein leichtes Grünschimmern. Insbesondere die Idee mit den Eiszapfen finde ich ganz nice. Hat natürlich was von gewissen Alola-Formen, die es bereits schon gibt, aber ich finde, zu Lapras passt das ganz gut, deswegen nehmen wir nun den Stift in die Hand und wir fangen an. Ich habe ein bisschen Sorge, wie es wird, aber ich denke, es wird lustig. Also, wir fangen einfach mal an. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit den Grundrissen von Lapras. Ich muss es gerade aus dem Kopf machen. Lapras. Nö, muss ich gar nicht. Ich fange mal beim Hinterkopf an, das ist, glaube ich, das Einfachste. Wow, das sieht schon mal wunderbar hässlich aus, was wir machen. Das lassen wir so nicht. Akzeptiert. So, dann der Panzer. Der Panzeransatz, also den Panzer, so diese Außenkante vom Panzer würde ich gerne so lassen. Sieht dann ungefähr so aus. Ja. Nee, das sieht gar nicht mal so scheiße aus. Okay, dann fangen wir jetzt schon direkt an mit den Eiszapfen. Und diese Eiszapfen stelle ich mir relativ... Wie stelle ich mir diese Eiszapfen vor? Auf jeden Fall viele Eiszapfen. Das fängt so ein bisschen kleiner an. Geht dann so ein bisschen so hoch, immer höher. Vielleicht sind an anderen Eiszapfen dann sogar noch so kleine Zacken dran. Ich bin so gespannt, was ihr daraus macht, Leute. Ich finde es nämlich auch immer sehr schön. Also ihr müsst euch auch nicht an das halten, was ich jetzt hier gerade fabriziere. Ihr könnt euch, wenn ihr unter diesem Ganzen hier was ganz anderes versteht, dann könnt ihr das genauso machen, so wie ihr das wollt. Euch sind da keine Grenzen gesetzt. Vielleicht sollten wir nicht an jeden Eiszapfen noch andere Eiszapfen dran machen, weil das sieht dann nämlich irgendwann echt scheiße aus. Aber hey, wir lassen es jetzt einfach erstmal so, wie es ist. Okay, es sieht gerade echt sehr lieblos aus, aber ich gebe mir die größte Mühe schon. Aber ich sehe gerade... Komm, wir schummeln jetzt mal ein bisschen. Nochmal. Ah, so, Steuerung T, ein bisschen kleiner, ein bisschen drehen und schon sieht das Ganze gar nicht mehr so katastrophal aus. So, dann hier noch die Sachen verbinden. Und schon haben wir einen fertigen Eiszapfenpanzer. Sehr schön.
So, Lapras hat eigenartigerweise 4 Schweife. Das ist mir irgendwie nie so bewusst gewesen, wenn ich ganz ehrlich bin. Das kommt mir gerade voll eigenartig vor. Da geht einer, da geht noch einer. Naja, man weiß, was gemeint ist. Also wie gesagt, Leute, ich habe noch nicht großartig mit diesem Tablet hier gearbeitet. Ich wollte mir das tatsächlich wirklich ein bisschen dafür aufsparen, wenn ich das erste Mal in diesem Format hier arbeite. Von Spitzenflossen war die Rede. Sieht immer mehr nach einer Kindergartenzeichnung aus. Och Mann. Es hat so gut angefangen mit dem Hals und dem Panzer. Traum. So, der Hals geht dann hier wieder hoch. Sieht aus, als jetzt Mums. Dann der Mund geht dann hier so ein bisschen Bleh. So, und das Horn am Kopf wird größer. Es war von mehreren Hörnern die Rede, aber bei mir wird es jetzt erstmal nur eins, weil Labrach hat ja so auch nur eins. Das sieht total grausam aus. Ein richtig schön großes, mächtiges Horn. Sieht aus wie ein Partyhut. So, und dann diese gekringelten Ohren, die es dann so hat. So, und von einem leichten Grünschimmern war die Rede. Jetzt müssen wir natürlich erstmal gucken, dass wir hier... Ich habe natürlich nicht darauf geachtet, das auf mehreren Ebenen zu machen. Aber das sieht schon mal ganz gut aus. Leichtes Grünschimmern ist für mich so ein bisschen in Richtung Blau-Türkis so... Leichtes Grünschimmern heißt nicht ganz so brachial. Der Panzer, also die Unterseite kann gerne wieder so ein bisschen hellgrau bleiben. Und dadurch, dass es ja jetzt Eiszapfen sind hier an dem Dingens, werden die ein bisschen hellblauer. Tipp, 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 tipp. Da müssen wir jetzt ein bisschen feuchtiger sein, wir haben ein bisschen zu viel markiert. Maul. So, fehlt letzten Endes noch ein Gesicht und vielleicht irgendwas, was es so aussehen lässt wie ein Lapras. Dann jetzt noch das Gesicht. Dieses Gesicht machen wir mal auf einer eigenen Ebene. Es geht so. Das ist so ein bisschen so ein bisschen Manga-mäßiges Auge. Das ist gar nicht mal so schlecht. Dann geht das so hier. Es wird dann hier so schwarz. Dann hat es so eine kleine Unterbrechung als Pupille. Ich muss gerade so an Handyquakes denken von Family Guy. Dann verbinden wir das hier mal so ganz professionell. Läuft voll gut. Runter, dann geht das so den ganzen Bauch lang, die ganze Flosse über sogar. Hä, wie haben die das denn gemacht? Ach so. Also nochmal, den Hals runter und dann endet das irgendwie hier, weil es dann da unten weitergeht. Dann hier am Bauch so ein bisschen, dann geht es da wieder runter. Ja, passt schon. Sieht doch voll geil aus. Lapras 2. Dann wären wir ja mit unserem ersten Kunstwerk schon fertig. Und ich finde, es geht auf jeden Fall, sagen wir mal, es gibt Schlimmeres. Ihr macht das natürlich alles besser. Schickt mir das, wie gesagt, einfach auf Twitter oder auf Instagram unter dem genannten Hashtag, der hier unten nochmal eingeblendet wird, weil ich mir immer noch keinen ausgedacht habe. Und ja, dann bin ich mal gespannt, was ihr dafür so auf die Beine stellt. Jetzt geht erstmal weiter mit dem nächsten. Die nächste Idee kommt von dem lieben Kollegen Creepy Pasta Punch und seine Idee ist eine Nachentwicklung von dem Pokémon Porenta, welches ja genau wie Lapras weder eine Vor- noch eine Nachentwicklung hat. Und seine Idee lautet, die Entwicklung von Porenta stelle ich mir vor mit langen Federn, die an den Arm nach unten zeigen, einer schwarzen Färbung um die Augen, wie bei einem Ninja, und zwei oder einer langen Porri-Stange als Waffe. Auf dem Kopf bildet sein Gefieder ein Muster, wie bei einem Samurai-Helm. Sehr nice Idee, ich finde das vor allem mit der langen Porri-Stange geil, weil ich mir das irgendwie richtig gut vorstellen kann, dass das so dann so wie so ein Kendo-Stick dann so richtig geil als Waffe benutzen kann. Ich bin gespannt, ob wir das so hinkriegen, aber wir probieren es einfach erstmal. Also, wo fangen wir an? Wir fangen mal mit dem rechten Flügel an. Ja. Na. Wir machen es mal so, es hat eine große Feder so als Stütze quasi. Und von dieser Feder gehen dann so mehrere Federn ab. Muss ja nicht ganz logisch sein. So. Mit Logik hat das Ganze hier sowieso nichts zu tun. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. So, ich glaube, damit kann man schon arbeiten. Andere Seite. Das sieht aus wie ein riesiger Pinguin. Es sieht immer noch aus wie ein Pinguin, aber jetzt ist es auch egal. Okay, damit wir heute noch fertig werden, mache ich jetzt hier einfach so eine runde Knubbel dran. Das passt schon. Sieht zwar irgendwie ein bisschen pervers aus, aber wir lassen es jetzt einfach mal so stehen im Raum.
stehen. Ich merke einfach gerade schon jetzt im Voraus, wie bei allen DeviantArt-Künstlern und bei allen Grafik-Tablet-Pros das Herz blutet, im vollen Kummer versinkt, mit was ich hier gerade mein Geld verdienen will. Es tut mir sehr leid. Wenn man sich das mal so genau anguckt, sieht das Ganze echt nicht mehr so jugendfrei aus. Aber hey, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Also, dann machen wir jetzt am besten so ein episches Schwanzgefieder auch. Das sieht, glaube ich, dann ganz gut aus. Wenn ich es nicht malen würde. Na. Das hat so gut angefangen, oder? Ja, gibt Schlimmeres. So, als nächstes würde ich gerne bei dem Kopf weitermachen, weil der Kopf dann ja, da war ja dann nochmal so ein näherer Plan. Ah. So, weil Porenta jetzt so wirklich einen sehr spitzen Schnabel hat, wird das jetzt auch sehr dumm aussehen, aber ich kann da nichts für, ich hab's nicht gemacht. Das sieht aus wie ein Picolente. Es ist Donald Duck real. Donald Duck ist real, Mann. Es ist wirklich, das sieht aus wie Donald Duck, der komische Dinge verkauft. Das sieht so geil aus. Für den bösen Blick, damit es zumindest ein bisschen kredibil aussieht, belassen wir mal seine Augenbrauen. Diese Boomerang-Augenbrauen. Not sponsored by Nike, by the way. Aber einfach mal so schwarz. So. Ach, das ist ja gar nicht schwarz, ja braun. So dunkelbraun Dingsbums. Ja, komm, dann machen wir es mit dem Coloring gleich. Obwohl, warte mal, beim Samurai-Helm können wir was ganz Gewitztes machen. Diese Augenbrauen hier verbinden wir einfach mit dem Samurai-Gefieder und können dann ganz easy zwei Fliegen einer Klappe. Wer auch immer gerade meinen Twitch-Kanal gesubbt hat, Dankeschön für deinen Sub und herzlich willkommen in der Gänger Gang. So, hier vorne geht's so runter. Dann hat der Samurai-Helm hier so einen Schmuck. Dann geht der Helm hier hinten so weiter. Mein Gott, ich habe überhaupt gar keine Ahnung von Perspektive gerade. Hier dann so hoch und dann so und dann so. Ja. Und das sind Federn. Das sage ich jetzt einfach. So wie Alola Dictri hat auch keine Haare, es ist auch Metall. Wir können die Federn ja zumindest ein bisschen andeuten. Wir können ja so ein bisschen so ein Gestriche hier machen. Wieso bin ich auf die Idee eigentlich gerade eben nicht schon gekommen? So, hier erstmal so den Körper wieder fertig. Das sieht so scheiße aus. Sieht aus als... Dieses Gesamtbild. Donald Duck mit Samurai-Helm in einem... in einem, keine Ahnung, in einem Cheerleader-Outfit verkauft Würstchen. Sagen wir, es sind Würstchen. Oh Gott, ich möchte, um die Fanart da zu sehen, wie Donald Duck mit Samurai-Helm Würstchen verkauft. Es ist einfach immer mehr Donald Duck. Es ist nicht mehr abzustreiten. Und dann können wir gleich auch schon kolorieren. Das wird lustig. Ich glaube, die Füße sind gerade... Ich denke, die Füße sind das Einfachste. Deswegen fangen wir mit denen hier ein. Ja, Mann. Jetzt. Sieht gar nicht Donald Duck-mäßig aus. Und im Allgemeinen ist es sehr gut gelungen, ja. Ihr seid hiermit Augenzeuge eines großen Fehlers. Ihr seid hiermit Augenzeuge eines großartigen Künstlerwerdegangs. Denn eines Tages werden all diese Meisterwerke in einem Museum ausgestellt werden. Dann könnt ihr sagen, hey, ich weiß, wie das Ganze entstanden ist, mit was für einer Leidenschaft dieser Künstler das hier gemacht hat, mit wie viel Konzentration, mit was für einer unfassbaren Hingabe an Genauigkeit und Sorgfältigkeit, dass er diese Millionen, die er damit verdient, sich redlich verdient hat. So, sieht doch schon mal schön schaurig aus. Jetzt machen wir das hier so ein bisschen heller und machen eben dann so einen hellen Punkt auf dem Bauch. So, das Gesicht, da waren ja die Dingens gewünscht, die schwarze Augenfarbe Dingenskirchen. So, dann wählen wir mal schwarz aus und können dann, machen wir es einmal so,
Zensurbalken übers Gesicht. Das arme Porenta möchte nämlich nicht erkannt werden und in diesem Video ist es ihm definitiv zu peinlich. So, den Rest erasen wir dann hier einfach wieder weg. Dass dann die wunderschönen Äuglein von Donald Duck, von Porenta Duck. Porenta Duck, so nicht, so nenne ich dieses Pokémon. Oder Ponnelt. Oder Porent Duck. Porent Duck. Ich würde ja beinahe von Perfektion reden. So, fehlen nur noch der Mund, der Samurai-Helm und die Flügel. Mit anderen Worten, der halbe Vogel. Schön orange. So, und damit hätten wir auch das nächste Bild so gut wie fertig, glaube ich. Ja, Porenduck. Mit Herz. Nicht mal Herz kriege ich hin. Ich habe nicht mal genug Liebe für dieses Pokémon, dass ich ein Herz malen kann. Aber ich finde, da steckt schon eine Menge Herzblut hinter. Macht es besser als ich, bitte, und schickt mir dann eure Ergebnisse gerne auf Twitter und auf Instagram unter dem unten eingeblendeten Hashtag. Meinungen, Ansichten und Kommentare zu diesem neuen Format gerne auch nochmal unten in die Kommentarbox. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ihr hattet ein bisschen Spaß daran, auch wenn das Herzbluten bei einigen Leuten vielleicht gerade ein bisschen überwiegt. Das war's von mir. Ich wünsche euch jetzt einen wunderbaren weiteren Start in das neue Jahr. Und wir sehen uns beim nächsten, im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao.